Jetzt sprechen wir im edukativen Part im Video über das Thema News Trading, Reiz und Gefahr. News, die ziehen die Trader an. Man hat den Wunsch, einfach aus den kurzfristigen Nachrichten ordentlich Geld zu ziehen. Die große Frage stellt sich hier aber, kann man in der heutigen Zeit News überhaupt profitabel traden? Ja, es geht, wenn man weiß, wie und die richtigen Strategien hat. Und da schauen wir heute jetzt im folgenden Webinar einfach einmal ein paar Fakten rund um das News Trading an. Und ich zeige Ihnen hier ein paar meiner Ideen, wie ich persönlich im News Trading auch arbeite. Hier wie immer vorab allerdings der wichtige Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das bitte ich hier in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Schauen wir auf die Vortragsagenda. Der Titel ist ja klar. Wir sprechen hier über das News Trading. News sind Nachrichten. Wir starten also erst einmal Nachrichten. Wieso, wie, wo? Wir schauen dann auf die Vorbereitung im Handel. Das heißt, wie packt man das Ganze denn an? Ich sage an dieser Stelle auch, ich kenne das ja von vielen Leuten, die ich auch coache, die mit dem News Trading traden wollen. Ich kenne das auch aus meinen Erfahrungen. Ich weiß noch echt, muss ich echt sagen, als ich damals mit dem News Trading, nachdem ich die Bank verlassen hatte, angefangen habe, mich darauf auch so ein bisschen zu fokussieren, weil ich halt wusste, da kommen die Nachrichten, da kann Bewegung reinkommen. Da war bei mir im Kopf immer so, boah, die Nachricht ist jetzt draußen. Ich muss unbedingt die Nachricht traden. Was habe ich gemacht? Ich habe drauf geguckt, ich habe die Pläne angeguckt, ich habe halt gesehen, ich verpasse immer was, wenn ich zu spät dran bin. Das heißt, ich habe das Ganze gesehen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe geschaut, oh, der Markt, der ist hier so bullisch, der steigt, wenn die Nachricht jetzt so gut ist, wie ich das denke. Ich muss unbedingt vorher in den Markt rein. Und dann, was läuft? Ich bin rein, die Nachricht kam, bam, eins auf die Nase bekommen. Das ist ein Szenario, das habe ich oft genug durch. Das sehe ich auch bei Leuten, die ich im Coaching habe. Das ist immer wieder dasselbe. Und wenn man immer wieder das Gleiche macht, kommt dann immer das gleiche Ergebnis raus. Das heißt, wenn man immer so tradet, kriegt man in der Regel sehr, sehr oft eins auf die Nase. So geht das aber nicht, Leute. Wir wollen ja hier im Trading wirklich kein, ja, sag ich mal, kein Gambling machen, sondern wir wollen ja hier ordentlich traden. Und dann habe ich halt überlegt, wie kann es denn besser funktionieren? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, erst die Nachricht, dann der Markt, dann ich. Und seitdem läuft das eigentlich ganz gut, weil es ist eine fertige Strategie und die können wir hier immer wieder anwenden, egal auf welcher Zeiteinheit wir traden. Das heißt hier, wir sprechen in der Vorbereitung, wie gehen wir das Ganze denn auch an? Das heißt, wir schauen auf die Zeitplanung und die Tradeplanung. Wir blicken im Weiteren auf wichtige Nachrichten. Auf was müssen wir denn hier schauen? Ja, ich zeige das ja auch immer wieder in den morgendlichen Meetings, die wir hier auf Tickmill haben, wie ich die Morgenvorbereitung mache. Da gucken wir ja mit Absicht auch auf Termine drauf. Das ist wichtig, das Thema der wichtigen Nachrichten. Und dann sprechen wir natürlich, wie kann man die Nachrichten, die Kursreaktionen denn überhaupt profitabel handeln? Und was gehört dazu? Ganz klar, wir brauchen auf alle Fälle die Setup-Erstellung. Das heißt, wir müssen sagen, wo können wir rein? Wo sind Ziele? Wo ist die Absicherung? Und dann noch die Frage, was macht man denn mit bestehenden Positionen? Weil es kann ja gerade im Swing-Trading oder auch im Intraday-Trading immer wieder mal passieren, dass man ja eine Position hat und dann kommt eine Nachricht, die ist auch geplant. Und man hat im kurzfristigen Trading, im Intraday-Trading vielleicht eine Position aufgemacht, wo man dann sieht, ups, jetzt habe ich vergessen, dass da eine Nachricht kommt. Ja? Oder das kam aus dem Swing, aus dem Vortag, hat es noch drinnen und die Nachricht kommt, aber der Swing läuft halt schön an. Da gucken wir drauf, wie wir uns hier verhalten können mit den bestehenden Positionen. Fragen wie immer gern in die Chats hinein auf GoToWebinar beziehungsweise auch auf Facebook. Thema Nachrichten. Wie, so, wie und wo. Nachrichten, früher mussten wir für Nachrichten Geld bezahlen, dass wir sie bekommen. Heutzutage ist es so, wer
Realtime-Nachrichten haben möchte, für den das wichtig ist, der braucht natürlich auch den entsprechenden Datenfeed dazu. Die kosten Geld, Realtime-Datenfeeds, da gibt es einige Anbieter, die dazu genutzt werden können. Es ist halt die Frage, braucht man es tatsächlich oder aber kommt man mit den sogenannten Near-Time-News auch ganz gut zurecht? Das muss jeder Händler für sich selbst besprechen bzw. mit sich selbst ja, ausmachen, was da wichtig ist. Aber auf alle Fälle, Nachrichten kriegen wir heutzutage rund um die Uhr kostenfrei. Wir werden sozusagen damit bombardiert über das Internet, soziale Medien, Digital- und Druckmedien. Man steht an der Autoampel heutzutage, hat neben sich eine interaktive Werbetafel stehen, da kommen Nachrichten. Oder wer mit dem Zug fährt, hat auf dem Bahnhof permanent irgendwo Sachen, wo Nachrichten kommen. Wir kommen nicht drum rum. Das ist gut, ja, weil da werden wir, wenn wir das wollen, an den richtigen Stellen auch auf dem Laufenden gehalten. Das heißt hier, die Nachrichten kommen und die Nachrichten können Kurse bewegen. Was wir als Händler zu tun haben ist, wenn wir beispielsweise auch unterwegs sind und eine interessante Nachricht hören, zum Öl, zu einer Notenbank oder zu was auch immer, hier im Kopf behalten und schon mal Gedanken machen, welche Assets könnte das Ganze denn bewegen und damit können wir dann entsprechend arbeiten. Und dann können wir nachschauen, bewegt die Nachricht denn den Kurs? Und jetzt die Frage, wieso bewegen Nachrichten denn überhaupt Kurse? Weil so eine Nachricht, die steht ja irgendwo auf einem Monitor geschrieben, die Nachricht an sich, die bewegt natürlich nichts. Die steht einfach nur da und das war es gewesen. Beim Lesen vielleicht unsere Augen, aber ansonsten an den Kursen macht das nichts. Das heißt, wie kommen denn dann die Nachrichten in die Kurse rein? Das geht daran, dass jeder Leser der Nachrichten gewisse Gedanken und Erwartungen hat. Und diese wecken dann, ja, ich sag mal, im einfachsten Sinne gewisse Emotionen. Und aus den Emotionen führt das Ganze dann daran, dass man sich an den PC setzt oder mit was auch immer man tradet und etwas tut. Das führt dann zur Aktion und das führt dann letztendlich dazu, dass sich hier die Kurse in die eine oder andere Richtung bewegen. Das mal so grob einfach erklärt, warum denn eine Nachricht einen Kurs bewegt. Die Frage, die kriege ich auch ganz oft gestellt mit Leuten, die nicht ganz so eng am Trading dran sind, wie wir das hier sind. Das ist mal eine Erklärung und die wird dann häufig auch gut verstanden und genau so passiert das, so funktioniert das und so funktioniert alles irgendwo in unserem Leben. Man sieht etwas, man macht etwas, man denkt etwas und das führt dann am Ende zu einem Ergebnis. In der Aktien- bzw. Aktienindizes, bei den Forex-Werten, die wir hier jeden Tag auf der Uhr haben, bei den Rohstoffen, da ist es natürlich so, wenn jetzt eine Nachricht kommt, wir haben ja effiziente Märkte, aber trotzdem schwankt das Ganze. Richtig. Nachrichten rufen Ungleichgewichte hervor. Jetzt muss man aber wissen, dass es in geregelten Märkten keine Ungleichgewichte gibt. Das heißt, der Markt macht immer alles gleich. Früher war das häufig anders, da konnte man Arbitragehandel machen und so weiter und so fort. Aber heute ist das einfach nicht mehr wirklich möglich. Gerade im FX-Bereich, wo wir ja extrem liquide Märkte haben, die auch 24 Stunden durchlaufen, da gibt es sowas eigentlich nicht wirklich, dass man irgendwas arbitragieren könnte. Gut, man hat heutzutage das kleinere Thema der Märkte um die Bitcoins, ja, da geht sowas, aber das ist jetzt nicht das, was wir hier besprechen und wir bieten ja hier aus Sicherheitsgründen auch gar keinen Bitcoin- bzw. Kryptowährungshandel mehr an, weil das einfach nicht so sauber ist, wie wir uns das hier bei Tickmill vorstellen, dass wir auch vernünftig mit uns traden können oder dass sie vernünftig mit uns traden können. Aber zurück zu dem Thema Ungleichgewichten. Wie schon gesagt, Nachrichten können sozusagen die ungeregelten bzw. die Ungleichgewichte hervorrufen. Aber wie schon gesagt, es gibt in den effizienten Märkten ja eigentlich nichts. Aber was passieren kann, ist ja, dass diese Nachrichten zu Bewertungsänderungen führen können. Und das ist das Hochinteressante. Ja? Warum? Diese Veränderung der Bewertungen, die führt dann zu Preisabweichungen. Und das ist genau der Punkt, wo wir zuschlagen können. Das heißt, diese Preisabweichung, die können wir zu unserem Vorteil nutzen, weil wenn es die Abweichung gibt, wissen wir, der Markt gleicht das Ganze wieder aus. Das heißt, der gerechte Markt sorgt hier für den Ausgleich und der kurzfristige Vorteil ist hier durch aktive Trader schön, schön nutzbar. Ne? Ich sage einfach, wenn ein Markt mal plötzlich massiv in eine Richtung spike kurzfristig, innerhalb eines Aufwärtstrends, ich zeichne euch das mal ganz kurz auf, weil ich jetzt hier aus der Hand geschnipst keinen Markt habe, wo man das einfach so mal machen kann.
Ich gehe mal kurz ins Zeichenprogramm rein. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier, ich nehme es nur nach unten. Nehmen wir mal an hier, wir haben einen Markt, der hier schön, sag ich mal, in einem Aufwärtstrend ist. So, schön nach oben gelaufen, schön in der Bewegung ist. So. Und plötzlich kommt eine Nachricht und es geht hier, bam, mit einem Schlag komplett nach unten. Da kommt der ein oder andere Händler, der eine Strategie hat, ja, ins Wankeln. Also der keine Strategie hat, der sagt sich, oh, Short, ich muss jetzt Short gehen. Was anderes gibt es hier nicht, ne? Eröffnungskurs war hier oben, ja, jetzt stehen wir hier unten, da muss ich Short, das wird Short auf alle Fälle. Der besonnene Händler, der an dieser Stelle sagt, okay, das könnte hier nur Übertreibung sein, eine kurzfristige Richtungsänderung innerhalb des Aufwärtstrends. Da kann man sagen, vielen lieben Dank, lieber Markt. Warum? Wenn wir hier unten dann in den kleinen Zeiteinheiten wieder Aufwärtsdynamik bekommen, ist doch das für uns ein Geschenk. Wir können hier unten rein, uns eng absichern, weil wir wissen ja, wenn wirklich massiv Kaufdruck, Verkaufsdruck reinkommt, dann wird der Trend halt gebrochen. So what, das ist es halt. Aber wir können uns mit einem kleinen Risiko gut positionieren. Und wenn wir sehen, der Markt läuft wieder nach oben, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Das ist die Chance. Das war das kurzfristige Ungleichgewicht. Und wenn der Markt der Meinung ist, es muss wieder hochgehen, dann gleicht das wieder auf und die Preise steigen einfach wieder an. So funktioniert das Ganze hier. Und deswegen hier die Ungleichgewichte sind eine gute Sache zum Trading zu nutzen. Welche Nachrichten können denn die Kurse bewegen? Es gibt viele, viele Nachrichten am Markt. Hier mal ein paar wichtige aus dem Rahmen der Wirtschaft. Beispielsweise hier Daten zum Bruttoinlandsprodukt, zum Einkaufsmanagerindex oder Verbraucherpreisindizes oder das Thema der Arbeitslosenzahlen. Stellen Sie sich vor, so wie jetzt, wir haben schöne, stabile Arbeitslosenzahlen, schön geringe Arbeitslosigkeit. Und plötzlich kriegen wir die Meldung, die Arbeitslosigkeit ist, was weiß ich, stark gefallen auf 10%. Was glaubt ihr denn, was dann mit dem Index im DAX passieren würde? Der wird ja sicherlich nicht steigen wie verrückt, sondern der wird ja erstmal einen ordentlichen Rutsch nach unten machen. Deswegen sind diese Zahlen so wichtig. Oder auch das Thema der Inflationserwartung. Zentralbanken bringen Nachrichten wie zum Beispiel Zinsentscheide oder Mitteilung von der Weltbank, der IWF oder im Bereich vom Öl, der OPEC. Das hat Auswirkungen auf alles Mögliche oder auch die Rohöllagerbestände. Die gucken wir uns ja auch jede Woche an. Das hat Auswirkungen auf die Kurse. Wir haben ja beispielsweise, wenn wir uns das Thema WTI mal anschauen, wir hatten ja hier diese Woche die Rohöllagerdaten bekommen. Da haben wir gesehen, der Markt hier am Mittwoch kamen die Rohöllagerdaten, die waren schlechter ausgefallen. Da ging es erstmal kurzfristig nach unten. Das ist eine kurzfristige Reaktion und die kann man doch als kurzfristiger Trader mit sozusagen nutzen. Ne? Und wenn man dann aber sieht, hier unten haben wir es einen Supportbereich, da kommt wieder Kaufstärke rein, dann kann der kurzfristige Trader auch wieder sagen, okay, wir nutzen einfach mal den Bereich hier unten, legen uns hier rein und gucken mal, ob der Markt nicht doch hier oben hinläuft. Und wenn wir dann hier oben ranlaufen und vielleicht auch drüber, haben wir eine Trendfortsetzung. Also all diese Dinge können wir zum Trading nutzen. Und das Schöne an Nachrichten ist halt, dass die relativ schnell sozusagen in Situationen führen, wo Bewegung in den Markt kommt. Und dadurch, dass wir das gut planen können, ja, können wir an dieser Stelle sehr gut damit auch arbeiten. Das heißt, wir können genau planen, wann wir was zu machen haben. Und mit dieser Planung kann man auch sehr, sehr schön arbeiten. Weil wenn ich sozusagen mit Leuten rede, wie man denn sozusagen die Zinsen bzw. die Nachrichten, traden kann, ne, dann geht es halt immer nur um die Nachricht, um den Event. Ich sage aber, Leute, macht mal bitte die Augen auf, ja. Man hört ja dann vom Nachrichtensprecher auf NTV beispielsweise, das war schon in den Kursen eingepreist. Stellt euch doch einfach jetzt mal die Frage, wie preist der Markt denn was ein? Ja? Wenn man von einer positiven Nachricht ausgeht, was preist der Markt denn ein? Der preist ja die Zukunft ein. Das heißt, positive Nachrichten, sagt der Markt, es wird teurer werden, die Kurse werden wahrscheinlich steigen. Was passiert denn dann? Der Markt läuft hoch. Es wird eingepreist und das ist ein geniales Thema zum Traden, weil wir müssen ja nicht nur die News um den Entscheidungszeitraum auf der Uhr haben, sondern auch vorher können wir das machen. Das heißt, wir können ja vorher schon traden. Das heißt, wir können als cleverer Trader in der Lage sein, den Einpreisungsvorgang zu traden. Das ist auch News Trading und das können wir sehr schön nutzen, weil der Markt zeigt uns die Erwartung.
Und dann ist gut. Dann haben wir es drin, wir haben schon Geld verdient und sind überhaupt nicht mehr daran gebunden zu gucken, was passiert denn jetzt um die Nachricht, was macht die Nachricht mit dem Kurs. Das ist genial, das ist schön und das kann man wirklich genial nutzen, weil da hat man als Trader im Research schöne Anhaltspunkte, wo wir ganz gut die Vorbereitung für unsere Trades auch machen können. Das heißt, nicht immer nur mit der Nachricht traden, sondern gerne auch davor. Das sind häufig die wirklich viel, viel besseren Trades als das, was ihr gleich um den Event kommt. Schauen wir mal, wie wir das Ganze machen. Wenn die Nachrichten jetzt auch kommen, bei dem Thema Nachrichten traden, ist am Anfang immer sehr, sehr viel Vorsicht geboten. Warum ist Vorsicht geboten? Rund um diese Events kommt es sehr, sehr oft zu Liquiditätseinschränkungen. Da braucht man auch einen richtig guten Broker. Tickmill ist so ein genialer Broker, der genügend Liquidität bietet, um auch in den Events drumherum genug Geld da zu haben, dass jeder vernünftig traden kann. Also, wir bekommen vor wichtigen Nachrichten Liquiditätseinschränkungen. Wir bekommen Ausweitung von Spreads und deutlich erhöhte Volatilität. Damit ist immer zu rechnen, wenn eine Nachricht kommt. Ja? Das heißt hier, noch einmal, mit Blick auf den Broker. Und deswegen ist Tickmill wirklich eine richtig gute Hausnummer in diesem Bereich. Bei der Brokerwahl ist immer darauf zu achten, dass wir um solche Events ein geringes Slippage haben, dass wir enge Spreads haben und dass wir einen Broker wie Tickmill haben, der ein sehr, sehr großes Liquiditätspool hat. Und das ist nämlich die Mischung, die uns Händler auch um Liquiditätsevents herum ordentlich traden lässt. Großes Qualitätsmerkmal. Schauen wir hier, wie können wir dann die Nachrichten traden? Wie schon gesagt, ich hatte es ja gesagt, man kann die Vorbereitung traden, das ist das eine. Wenn man sich dann allerdings direkt auf die News vorbereitet, kurz vorher, dann ist es immer so, es gibt immer nach der News eine erste Marktreaktion. Das ist die, die ich persönlich nie profitabel getradet habe oder extrem selten. Das war Glück. Und das Dumme am Glück ist halt, ich bin nicht dazu in der Lage, Glück zu duplizieren. Also zumindest nicht im Trading. Im Leben gelingt mir das ganz gut, aber im Trading ist mir das nie passiert. Ja, das geht einfach nicht. Auch wie im Lotto spielen. Wenn einer mal im Lotto gewinnt, der wird nicht deswegen 10-mal im Lotto gewinnen, nur weil er einmal gewonnen hat. Das ist Glück. Wir wollen hier nicht Glücksspiel machen, sondern wir wollen traden. Das heißt, die erste Marktreaktion, die kann getradet werden. Ganz klar, man muss dazu kurzfristig in die kleinen Zeiteinheiten schauen, zum Beispiel den 5-Minuten-Trend oder den Minuten-Trend. Wir gucken uns gleich auch mal ein Beispiel an, um das Ganze hier zu traden, weil wenn es dann die erste Reaktion kommt und gleich mit reingehen wollen, weil es ein langer, langer Schub nach oben ist, na, dann muss man natürlich in die kleinen Zeit reingehen und in die Reaktion mit hineintraden. Das ist das eine. Das zweite ist aber das, dass man bei Nachrichten, die den Markt verändern, auch immer wieder im Nachgang die späteren Reaktionen traden kann. Und das ist der Punkt, diese Nachrichten haben das Potenzial, den Tageschart zu verändern. Und das ist die gute Nachricht für die nebenberuflichen Trader. Man muss eine Nachricht nicht im Minuten- oder 5-Minuten-Chart traden. Wir können die auch ganz normal längerfristig traden. Ne? Und das ist das Gute, wenn wir sehen, dass die Veränderung war jetzt hier nicht nur ein kleiner Zucker im Stundenchart oder im Tageschart, nur mal kurz runter und dann wieder hoch. Nein, wenn die marktverändernd ist, dann wird sich hier definitiv etwas verändern. Und das ist wichtig und das ist eine Sache, wo man einfach reinschauen muss, mit den richtigen Strategien das Ganze zu machen. Das heißt, wenn wir Nachrichten haben, die den Markt verändern, können wir das auch sehr, sehr gut für Swing Trades nutzen. Das halt auch gut für die berufstätigen Händler. Ich habe hier mal ein Beispiel gebracht, wo man einfach sehen kann, Nachrichten traden, es gibt genügend Zeit für alle. Das Thema Brexit, wir sehen jetzt hier einen Chart, der ist schon ein bisschen älter. Das Thema Brexit beschäftigt uns mittlerweile seit Mitte 2016. Und hier will ich einfach mal zeigen, dass wir hier kurzfristig gut traden können, aber auch langfristig gut traden können. Wenn man sich das Thema hier mal angeschaut hat, Brexit, erste Sache, wupp, ging es nach unten. Das war der erste Schub. Danach konnte man wieder nach oben traden. Oder aber, wenn man sieht, der Markt war hier schon im Abwärtstrend, das war nur eine Beschleunigung der Bewegung, aus der Umkehr wieder raustreten, in Richtung nach unten. Und das ist einfach etwas, wo wir als nebenberufliche Trader oder Sie als nebenberufliche Traderin oder Trader in Ruhe schauen können, was passiert denn jetzt hier? Ein weiteres Beispiel, schaut euch das mal an, was hier passiert ist. Euro, US-Dollar haben wir hier auf der Uhr, ne? Marktreaktion nach der US-Wahl. Es gab einen Spike nach oben.
Das war für den ein oder anderen kurzfristigen Händler gut umsetzbar, weil schön hier oben ran, schaut mal, wo wir reingelaufen sind. Hier oben schön raus oder rein in einen Widerstandsbereich hier am Korrekturhoch, da kam dann Schwäche rein, zack, nach unten. Derjenige Händler, der das Ganze nicht im Intraday-Bereich traden konnte, der saß dann am Abend vor dem PC und hat gesagt, was kann ich jetzt hier machen? Zwei Sachen. Entweder es kommt eine Gegenreaktion, die zieht dann hier hoch, oder aber wir setzen diesen Trend nach unten fort und laufen unter das Tagestief. Was ist passiert? Wir sind unter das Tagestief gelaufen, ordentlich nach unten gegangen. Hier sehr, sehr schön zu traden, um den Rücklauf zu sehen. Also all diese Dinge, die können wir mit Verzögerung auch als Swing Trader machen. Und auch das ist News Trading. Und deswegen ist nicht nur die News wichtig, sondern auch das, was der Markt aus dieser News heraus mitmacht. Also hier das Ganze in der Vorbereitung. Wir haben oft genug Zeit. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Eine kleine Visualisierung in der Zusammenarbeit vom Stundenchart und vom 5-Minuten-Chart. Schaut euch das mal an hier. Hier kam jetzt die Nachricht. Der Markt ist nach oben gelaufen. Punkt. Zack, einfach hoch. Das war die erste starke Marktreaktion. Hier habt ihr mal das Bild im 5-Minuten-Chart. Das war der Knall nach oben. Ich persönlich habe keine guten Erfahrungen gemacht, einfach hier reinzukaufen. Das Risiko ist für mich zu groß. Meine Strategie, die ich daraus entwickelt habe, ist folgende. Wir warten mal ab, ob der Markt die zweite Reaktion auch nach oben sehen haben will. Wenn ja, dann weiß ich doch, das, was ich hier sehe, ist meine Korrektur. Also ich weiß, wenn der Markt wieder weiter in Richtung dieses ersten Schubes hier läuft, muss er ja irgendwie hier oben drüber. Und wenn das nachhaltig ist, kann ich an der Stelle jetzt schon mal sagen, meine Long-Einstiegsorder kann ich schon mal hier drüber legen. Mein Short, entschuldigt, meine Absicherung für diesen Long-Trade, die kann ich dann unter das Tief packen, je nachdem, wo es liegt. Wenn das zu tief runterläuft, dann kann ich als Händler auch immer noch sagen, okay, meine Entry-Order liegt zwar hier oben, das Risiko wird mir aber zu groß, ich mache den Trade mal besser nicht. Dann kann ich das immer noch rauslassen. Aber wir sehen ja, wenn das Verhältnis okay ist, kann man das so laufen lassen. Man hat die Stop-Order, man hat die Entry-Order und mit Blick hier rüber hat man halt auch Marken, wo kurzfristig der Markt ranlaufen kann. Das heißt hier, wir haben ja hier ein Hoch und hier ein Hoch, hier mit Blick in die Stundenkerzen. Hier haben wir ein paar Hochs. Das ist das, was wir hier schön sehen. Das kann ja der Markt kurzfristig anlaufen. Und da können wir eine hervorragende Trade-Planung machen. So kann man es machen. Wie ist es in der Umsetzung? Hier Entry, Stop, hier die Ziele. Und was ist dann am Ende passiert? Wir sehen es, der Markt ist sogar noch über diese Ziele hinausgelaufen. Und das ist das, wie das Setup, wie die Setup-Planung hier im Trading mit News um News herum gemacht werden kann. Es funktioniert wirklich schön und es ist immer wieder das gleiche Spiel, was man machen kann. Das heißt, die Strategie, die hier gemacht werden kann, ist immer identisch, egal welche Zeiteinheit man sich anguckt. Wenn wir uns das Ganze mal im Tageschart auch anschauen, hier mal, das ist jetzt der Eurostoxx 50, habe ich hier oben hingeschrieben, der Eurostoxx 50. Hier hatten wir die Reaktion nach der US-Wahl. Der Markt ist runtergegappt, massiv nach oben gelaufen. Das war sehr, sehr schön für Intraday-Trader nutzbar. Der berufstätige Trader, der hat hier sehr wahrscheinlich einfach nur zugucken müssen, weil er einfach keine Zeit gehabt hat, das Ganze ordentlich zu traden. Aber man kann an dieser Stelle doch sagen, hier ist der Markt hochgelaufen, hier haben wir Korrektur. Wenn der Markt das Ganze positiv aufnimmt, wo muss er rüber? Er muss erst einmal hier oben über diese Dinge. Das heißt, man kann ja sagen, hier haben wir die Abwärtsbewegung, hier leichte Flagge, Entry, wenn wir oben drüber laufen, Ziele hier. Wenn es oben drüber geht, haben wir hier das nächste, hier eins und hier oben eins. Das sind Planungen, die wir machen können. Wir können auch sehen, wenn wir jetzt hier oben drüber reingehen, der Markt wirklich drüber läuft. Wir haben doch hier unten etwas, wo wir uns absichern können. Das ist das Event-Tief. Und dieses Event-Tief, wenn es unterschritten wird, geht die Dynamik nach unten. Dann ist unser Long-Szenario also hinfällig. Einfache Planung des Trades, ohne weiteres möglich. Wie ist es gelaufen? In der Planung ganz klar: Entry obendrauf, Stopp unten drunter. Wenn der Stopp zu weit ist, man muss sich dann einfach sagen: Entweder ich mache den Trade nicht oder ich lege meine Position kleiner in den Markt oder ich ziehe den Stopp irgendwo dazwischen in der Hoffnung, dass der Markt nicht zu tief fällt und weiter die Stärke mit drinnen bleibt.
Zielplanung, wie schon gesagt, hier Hammer hoch, hier Hammer hoch, hier Hammer hoch. Das sind Dinge, die man ansteuern kann und dann läuft der Markt hier entsprechend über die Targets rein. Und das sind dann die Dinge, die man immer wieder sehr, sehr schön mit planen kann, wo man aus den News auch im Tageschart noch ordentlich gutes Geld verdienen kann. Also so wird das Ganze in der Praxis von mir regelmäßig umgesetzt. Und jetzt gehen wir mal noch der Frage nach, was tut man denn, wenn man vor einer News eine bestehende Position hat? Man kann die ja mit Absicht haben, das habe ich ja vorhin gesagt. Man kann auch die News in Vorbereitung planen. Wenn sich der Markt darauf vorbereitet, dass was Gutes kommt, wird er steigen. Wenn sich der Markt darauf vorbereitet, dass was Schlechtes kommt, wird er eher fallen. So, und jetzt stellt sich halt die Frage, wie geht es denn hier an dieser Stelle weiter? Ich habe jetzt hier beispielsweise ein Umkehrsignal bekommen. Hier fing der Markt an, was Positives einzupreisen. Der Markt lief oben drüber. Wir haben hier gekauft, vor der News, am Tag vor der News. Da stehen wir. So, jetzt haben wir hier der Chartverlauf am Tag vor den Nachrichten. Da sage ich mir als Händler, okay, der Markt hat jetzt hier nicht so wahnsinnig viel eingepreist. Wir sind jetzt hier nicht hier oben oder weit, weit weg. Ich ziehe einfach mal aufgrund der geringen Einpreisung meinen Stopp auf Einstand nach und lasse das ganze Ding einfach liegen. Weil wir haben jetzt hier keine übertriebene Meinung. Die Gefahr ist zwar da, dass der Markt nach unten läuft, aber aus meiner Erfahrung heraus ist hier bei Weitem das Risiko nicht so groß, dass wir so exorbitant große Rückschläge bekommen, dass wir hier mit massiven, extremen Verlusten aus dem Markt rausgedrängt werden. Das heißt, ich persönlich mache das jetzt hier so, Stopp-Nachzug und Position halten. Stehen wir hier oben in diesem Bereich und wir haben hier unten gekauft, dann weiß ich, okay, der Markt hat jetzt schon einiges eingepreist. Wir stehen jetzt hier oben an einem Level, wo auch mal auch aufgrund der Nachricht doch ein Rücksetzer kommen kann, weil das ist ja entsprechend, wir kommen aus einer tiefen, korrektiven Phase raus. Hier könnte es dann zu einem Rückschlag kommen. Das heißt, was mache ich hier? Teilverkauf, Stoppnachzug auch auf alle Fälle auch und mache einen Teilverkauf. Das heißt, ich sichere schon mal einen Teil meiner Gewinne, um gewappnet zu sein. Das ist einfach alles nur Risikokontrolle, ne? Und wenn der Markt dann da oben steht, das heißt, wir sind hier unten rausgekommen und der Markt hat so viel eingepreist, dann wissen wir an dieser Stelle ja auch, da ist schon verdammt viel Optimismus im Markt. Das heißt, die Nachricht muss wirklich megamäßig gut sein, dass das Ganze nach oben weiterlaufen kann. Und da ist mir persönlich oft das Risiko zu groß. Das heißt, wenn ich sowas sehe, mache ich zu, weil mein Ziel war ja nicht die News zu traden, wenn sie rauskommt, sondern die Vorbereitung der News zu traden. Ich schließe die Position komplett, freue mich über den angefallenen Gewinn und nehme dann die Nachricht ganz gelassen zur Kenntnis. Wenn es nach oben läuft, habe ich Pech gehabt. Ich bin von hier unten gekommen. Wenn es nach unten geht, freue ich mich, habe Gewinnsicherung gemacht. Und dann kann ich mich wieder hinsetzen und den zweiten Schub der Nachricht traden. Weil, wenn es so schlimm war, dass sich Abwärtsdynamik bildet, handle ich die Abwärtsdynamik. Wenn es halb so wild war, dass wir nur eine tiefe Korrektur gesehen haben, was machen wir dann? Trendtrading, Handel aus der Korrektur in Richtung vom Hoch. Das sind die Sachen. Das können die News verursachen und damit können wir traden. Ich hoffe, es war interessant. Fragen sehe ich jetzt hier keine. Das heißt an dieser Stelle herzlichen Dank für die Zeit im Webinar. Allen gute Trades, ein gutes Wochenende und bis nächste Woche auf der Invest in Stuttgart. Tschüss.